Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich melde mich aus Derby vom Europacup-Semifinale. Der Meister zwischen dem englischen Meister Derby County und dem italienischen Titelträger Juventus Turin. Soeben werden die beiden Mannschaften von dem portugiesischen Schiedsrichter Lobo auf das Spielfeld geführt, nehmen Aufstellung. Ich bitte Sie, lassen Sie sich nicht täuschen von dem Tageslicht. Die erste Spielhälfte wird hier nicht unter Flutlicht gespielt. Es ist noch taghell hier in Derby. Die Fahnen der beiden Länder werden dem Publikum zugehalten. Die Mannschaften werden begrüßt. Das ist hier eine Zeremonie auf dem Baseballground von Derby, wo ungefähr 45.000 Zuschauer Platz genommen haben, um dieses Rückspiel im Europacup der Meister mitzuerleben. Die Ausgangsposition ist Ihnen ja bekannt. Juventus Turin hat das erste Spiel mit 3:1 gewonnen und Derby County muss heute hier zumindest 2:0 gewinnen, um in das Finale des Europacups der Meister aufzusteigen. Welche Aufgabe Derby hier erwartet, das wissen Sie alle. Sie kennen ja Juventus Turin. Sie wissen um den Sicherheitsfußball, den diese Mannschaft zu spielen imstande ist. Und Sie haben ja schon oft miterlebt, wie schwer es ist, gegen italienische Mannschaften Tore zu erzielen. Ich gebe Ihnen zuerst die Aufstellung bekannt. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich melde mich aus Derby vom Baseball Ground in Derby, wo gleich das Europapokalspiel der Meister zwischen Derby County und Juventus Turin im Semifinale dieses Bewerbes von dem portugiesischen Schiedsrichter Lobo angepfiffen werden wird. Auf Ihren Bildschirmen von links nach rechts Derby County, von rechts nach links somit Juventus Turin. Juventus Turin, die italienische Mannschaft, die das erste Spiel mit 3:1 gewonnen hat und heute hier diesen Vorsprung verteidigen muss. Derby County benötigt zumindest einen 2:0 Erfolg, um die Italiener auszuschalten, um in das Finale des Europacups der Meister vorzustoßen. Und das war der Anpfiff
dieses Spieles, von dem man erwartet, dass zwei Fußballwelten aufeinandertreffen, die englische und die italienische. Der Mann mit der Nummer 8 am Ball, das ist Causio. Jetzt Causio mit der Nummer 7. Die Nummer 8 der Italiener ist Cucuredo. Derby County greift an. Derby County mit Webster Nummer 2. Und zurück zu Torhüter Zoff. Ich gebe Ihnen die Aufstellungen schon gelichtet nach Formationen. Derby im Tor mit Bolton. Die Nummer 2 hat Webster. Nummer 6 als Libero Todd. Nummer 5 Daniel als Vorstopper. Und linker Außendecker Nisch mit der Nummer 3. Hatte jetzt gerade den Ball. Im Mittelfeld Powell mit der Nummer 4. John McGovern mit der Nummer 7. O'Hare mit 8. Und die Angriffsspitzen sind Nummer 10, Kevin Hector, 9 Davies und 11 hinten. Freistoß von hinten. Und eine Chance für die Engländer. Ein Schuss von der Nummer 10 von Kevin Hector, dem gefährlichsten Stürmer von Derby County. Und erster Eckball für die Engländer. Erzwungen von John O'Hare. Derby County, das hat auch Manager Brian Clough vor diesem Spiel gesagt, wird versuchen, in der ersten Minute ein Tor zu schießen. Das ist sozusagen die Wunschvorstellung für dieses Match. Ja, und jetzt wäre es beinahe soweit gewesen bei diesem Schuss von Webster. Die Italiener im Tor mit Nummer 1, Zoff. Rechter Außendecker mit Nummer 2, Spinosi. Salvadore ist der Libero. Und Morini mit Nummer 5, der Vorstopper. Linker Außendecker, Marchetti. Im Mittelfeld, Cucuredo mit Nummer 8. Nummer 4 trägt Furino. Nummer 10, Capello. 7 ist Causio. Nummer 9, Anastasi. Und Nummer 11, Altafini. Und der Mann, der jetzt vorgeprescht ist mit der Nummer 4, das war der böse Mann von Turin, Furino. Er hat dort sehr, sehr faul gespielt und das ist in den englischen Zeitungen sehr, sehr übel genommen worden. Wieder hier Furino legt auf für Cucuredo. Cucuredo für Anastasi. Sehr schön gemacht von Anastasi. Ja. Und so versuchen die Italiener Tore zu schießen. Das haben sie dann gleich in der ersten Minute jetzt gezeigt. Anastasi versucht immer wieder an einer der Flanken durchzukommen. Und er sucht dann Altafini. Derby County. Todd. Er vertritt heute McFarland, der ja gesperrt ist. Noch immer Todd. Und abgewehrt von Salvadore. O'Hare. Wieder Furino für Capello. Und Vorstoß von Derby. Nisch war das. Todd rückt nach. Und links außen hinten, Ihnen schon bekannt, früher mal englischer Teamspieler. Wieder Todd. Und das war Hector. Todd für Mittelstürmer Davies, ein Kopfballspezialist, wie es ja fast alle englischen Mittelstürmer sind. Causio. Causio für Anastasi.
nicht ganz klar, diese Entscheidung von Schiedsrichter Lobo aus Portugal. Und hinten, der nach längerer Zeit wieder bei Derby County mitwirkt, er war lange verletzt. Von seinen Flanken erwartet man die Szenen, die zu den Treffern führen sollen, die Derby County notwendig hat, um Juventus noch auszuschalten. Also Freistoß für Derby. Hinten. Bereits ein Foul. Freistoß für Juventus. Ja, die Italiener verzögern schon in dieser Phase des Spieles. Sie wissen, jede Sekunde ist für sie sehr, sehr wertvoll. In Zeitnot sozusagen Derby County. Freistoß für Derby wird ausgeführt von Todd. Colin Todd, ein kraftvoller Libero, der von Sunderland zu Derby gekommen ist. Und Salvatore noch immer Herr in der Abwehr von Juventus. Freistoß für die Italiener, schon abgespielt, Forino für Anastasi, Forino und an Todd gescheitert. Der Baseball-Ground hier in Derby ist etwas tief, aber das kommt nicht vom schlechten Wetter, sondern die Engländer haben sozusagen künstliche Bewässerung vorgenommen, um englische Atmosphäre zu erzeugen, um den tiefen Boden zu bekommen, auf dem sie glauben, den Italienern überlegen zu sein. Einwurf von Davis und wieder Anastasi. Anastasi, ein unerhört fleißiger, beweglicher Spieler, den man in einem Spiel kaum in Ruhestellung antrifft. Und immer gefährlich, so wie jetzt Altafini. Altafini, der Ball war bereits im Tor. Abstoß vom Tore Davis. Beim ersten Treffen in Turin waren Altafini zweimal und Causio die Torschützen von Juventus. Und für Derby hat Hector eingeschossen. Capello für Anastasi war das gedacht. Wieder Cucurettu. Und Nisch, der linke Außendecker von Derby. Nisch, er war in der vergangenen Übertrittszeit in Großbritannien der teuerste Spieler, David Nisch, um
die Rekordsumme von rund 12 Millionen Schilling kam er von Leicester City zu Derby County. Für einen Verteidiger sehr, sehr viel Geld. Ausschuss von Tore von Bolton. Kampf im Mittelfeld, einen Kampf, den die Italiener eigentlich suchen. Causio, Spinosi für Capello. Capello für Causio. Und abgewehrt von Daniel. Wieder Capello und Causio. Und hier hat Schiedsrichter Lobo Foul von Anastasi gesehen im Zweikampf mit Todd. Hector, sehr gefährlich dieser Bursche und sicher gehalten von Zoff. Man sieht Derby britischen Elan an, man sieht der Mannschaft an, dass sie versucht, das scheinbar Unmögliche wahrzumachen, eben die Italiener trotz eines 3:1 Vorsprungs auszuschalten. Wieder Daniel für Todd und da ist Hector, Kevin Hector und ein Schuss von der Nummer 7 von McGovern. Wieder McGovern für Hinton. Es sind bereits 13 Minuten gespielt zwischen Derby County und Juventus Turin. Im zweiten Semifinalspiel des Europacups der Meister 0:0. Salvadore, der ganz große Routinier in der Mannschaft von Juventus. Ein Spieler, der schon Jahrzehnte, möchte ich fast sagen, den italienischen Fußball prägt. Erinnern Sie sich, 1960 stand er in der italienischen Olympia-Auswahl und machte dort Furore. Furino. Ein schwerer Fehler von Todd und sowas kann Anastasi natürlich auswerten. Anastasi für Altafini. Capello, Cucuretu hat wieder Altafini gesucht. Überraschend offensiv für mich bis jetzt Juventus Turin, eine Mannschaft, die pflegt mit nur 3 Spielern in der gegnerischen Hälfte aufzukreuzen, war jetzt beispielsweise mit 6 Mann dort. Derby. Davis, ja, er bekommt den Ball noch. Flanke von Davis. Kopfstoß von der Nummer 4 von Powell. Und das gibt natürlich Freistoß für Derby. Hinten legt sich den Ball zurecht. Sehr gut geschossen von hinten ans Außennetz, knapp neben dem Kreuzeck.
Zoff. Autoeinwurf für Juventus wird durchgeführt von Forino. Um Forino hat es einige Aufregung vor diesem Spiel gegeben. Die Engländer glaubten zu wissen, dass er bereits zweimal verwarnt worden ist in den Europacup-Spielen und dass er deshalb pausieren müsste, so wie McFarland und Gemmell. Aber der UEFA-Bewacher hat dann entschieden, Forino wurde nur einmal schriftlich verwarnt, einmal mündlich. Er darf heute also hier mitwirken. Freistoß für Derby. Derby derzeit Achter der englischen ersten Division. Die Mannschaft hat also keinerlei Chance, wieder in den Europacup zu kommen, es sei denn über Juventus Turin. Freistoß-Spezialist Henten. Causio. Er taucht überall auf. Rechts, links, in der Mitte. Nach Anastasi wahrscheinlich der fleißigste Spieler in der Mannschaft von Juventus. Davis. Ja, und Salvatore, der Retter Salvatore. Eckball für Derby. Und wenn Eckbälle im modernen Fußball noch gefährlich sind, dann, wenn britische Mannschaften abstoßen. Hinten. Webster. McGovern. Zurück zu Nisch. Und Sie merken schon, es wird sehr, sehr viel geflankt bei Derby County, aber unkontrolliert, nicht präzise. Man wartet sozusagen, dass sich die Chance ergibt, man erzwingt sie nicht. Ist natürlich auch sehr, sehr schwer, wenn 8 bis 10 italienische Abwehrspieler vor dem eigenen Tor versammelt sind. Ja, das war ein schweres Foul von Marchetti an der Nummer 8 an Gian O'Hare. Beim Versuch, den Ball wegzuschlagen, hat Marchetti O'Hare im Gesicht getroffen. Ich sehe hier von der Tribüne oben ganz deutlich, wie O'Hare im Gesicht blutet. Sehen wir die Wiederholung dieser Aktion, dieser missglückten Aktion Marchettis gesehen. Freistoß von Todd, Colin Todd. Salvatore, Anastasi, Forino. Anastasi. Im Zweikampf mit Webster hat er den Ball verloren. Davis. Hinten. Ja, war ein kleines Foul an Hector von Spinosi.
wieder beim Eckball hinten. Im eigenen Strafraum abgewehrt, Anastasi. Jetzt haben wir ungefähr das Bild, das wir von diesem Spiel erwartet haben. Alles in der Hälfte von Juventus Turin. Und schauen wir, was die Engländer daraus machen können. Etwas überstürzt von Hector und sofort Salvatore. Hinten. Und Anastasi. Fehler von Anastasi. Furino. Furino für Cucuretu. Causio. Die Italiener greifen jedenfalls viel bedächtiger an als die Briten. Dafür möchte ich sagen, etwas kontrollierter. Webster. Davis. Ja, Freistoß für Derby, ganz klar. Morini hat Davis hier im Zweikampf gefoult. Hinten. Er will dem Schiedsrichter anzeigen, bitte rechnen Sie ein. Die Italiener verzögern absichtlich. Sie postieren die Mauer nicht in der geforderten Entfernung. Hinten. Viele Eckbälle, aber keine gefährlichen Situationen für Derby County. Sind bereits 25 Minuten gespielt. Und hier ist der portugiesische Linienrichter bereit, absichtliches Handspiel zu deklarieren. Hinten. Ja, das war eine ganz große Chance für den Kopfballspezialisten Davis. Hat sich darüber geärgert und dann Tormann Zoff weggestoßen, aber das zählt natürlich nicht. Die Angriffsspitzen von Derby können sich bis jetzt nicht lösen von der Umklammerung der italienischen Abwehrspieler. Jetzt ein Schuss von Davis. Eine gute Möglichkeit gewesen. Vielleicht etwas unbeholfen geschossen von Davis. Der Davis. Immer bei ihm die Nummer 5, Morini. Schon noch her. Auf ihn haben es die Italiener abgesehen. Schon wieder ein Foul an O'Hare. Und
wer diesen Freistoß schießt, sage ich Ihnen gar nicht mehr. Oder doch, hinten mit Nummer 11. Oder lässt er kurz nicht abstoßen, um dann zu schießen, werden wir sehen. Jawohl. Und ein sehr, sehr guter Schuss von hinten, abgewehrt von Zoff. Hier die Wiederholung. Mit der flachen Hand abgewehrt von Zoff. Bis jetzt können sich die Italiener bei diesen hohen Bällen vor das Tor durchsetzen. Bis jetzt kommen die Briten nicht an den Ball, nicht so, wie sie es wünschen würden. Die Taktik von Brian Clough, dem Manager von Derby County, war ja, Davis sollte per Kopf verwerten, was hinten mit Flanken herausspielen. Die Spannung des Spieles im ersten Abschnitt in der ersten halben Stunde. Gelingt es, Derby County zu einem Tor zu kommen, zu einem schnellen Tor oder nicht? Bis jetzt nicht. Die Bemühungen sind vorhanden, die Italiener aber zu clever. Marchetti. Webster. Davis. Davis. Hector. Foul von Morini an Hector. Und wieder Webster hat hier schön Altafini getäuscht. Altafini, 35 Jahre alt und Torschützenkönig bei Juventus Turin. Webster. Powell. Und das ist ein herrlicher Schuss. Und der Nachschuss gelang nicht mehr. Hector kam etwas zu spät gegen Furino. Der Schuss war von O'Hare. Furino. Anastasi. Anastasi. Abgewehrt von Nisch und da kommt Morini. Causio. Und Bolton, ein sicherer Tormann. Er hat in den letzten beiden Jahren alle Ligaspiele von Derby mitgemacht. Ein beständiger Tormann. Cucuredu. Cucuredo hat etwas zu lange gezögert mit dem Abspiel und das brachte ihm den Vorwurf von Anastasi ein. Webster. Zoff. Eine halbe Stunde jetzt gespielt und Altafini macht sich auf den Weg. Boom. Noch immer 0:0 im zweiten Spiel zwischen Derby County und Juventus Turin.
Die ersten Scheinwerfer sind bereits aufgeblendet. Anastasi. Ein Foul von Morini an John McGovern. Todd. Causio. Und Freistoß für David. Kommt schon wieder der Schütze vom Dienst hinten. Ja, und so existiert es in den Vorstellungen des Managers hinten auf den Kopf von Davis. Webster für Davis. Webster, Sie merken, die Engländer werden zaghafter. Sie finden nicht das richtige Rezept gegen das Defensivkonzept von Juventus. Und so etwas macht natürlich mit der Zeit unsicher. Mit der Zeit, das sind jetzt 33 Minuten. Cucuredu für Capello. Und Freistoß für Darby. Kopfball war von O'Hare. Vielleicht sage ich Ihnen jetzt, wie die beiden Mannschaften ins Semifinale gekommen sind. Juventus hat Selesnica Sarajevo ausgeschaltet, Benfica Lissabon. Sie erinnern sich vielleicht an die drei Tore, die Sie auch im österreichischen Fernsehen miterlebt haben, vom 3:0 Sieg von Derby über Benfica hier auf dem Baseballground von Derby. Und zuletzt dann Spartak Trnava war der letzte Gegner von Derby. Juventus kam über Olympique Marseille, FC Magdeburg und Újpest in das Semifinale und auch an das zweite Spiel in Budapest zwischen Juventus und Újpest werden Sie sich wahrscheinlich gut erinnern können, an dieses 2:2, als die Italiener bereits mit 0:2 im Rückstand lagen nach Toren von Bene und Tod und als sie ganz clever ruhig weiterspielten, als wäre nichts passiert. Und nur mit diesem Konzept kamen sie noch zum 2:2. Dieses Spiel hier wird jetzt etwas härter. Derby ist berühmt dafür, dass es Heimspiele sehr, sehr hart, manchmal auch unfair austrägt. Einsatz bis an die Grenzen des Erlaubten und auch darüber.
Foul an Altafini und er zeigt sofort warten. Wir haben Zeit. Capello. Anastasi. Webster. Forino. Capello. Und Daniel hat im Kampf gegen Anastasi gewonnen. Nisch. Webster. Furino. Und Out-Einwurf für die Italiener. Wird ausgeführt von Morini, der sich natürlich auch Zeit lässt. Capello zieht den Ball einfach nach vorne. Todd. McGovern überlässt den Ball Webster. Sie finden einfach den Weg nicht durch die Beine der Italiener. Davis. Powell war das. Zu McGovern. Und das ist eine große Kontermöglichkeit für die Italiener, abgepfiffen vom portugiesischen Schiedsrichter Lobo. Hier hatte er den Vorteil nicht gelten lassen oder zumindest nicht abgewartet. Schauen wir uns das noch einmal an. Hier hätte er warten müssen, ganz eindeutig. Bei diesem Vorstoß von Causio, denn Altafini hätte die Chance gehabt. Causio, er erholt sich etwas lange von diesem Foul. Marchetti. Anastasi und der hat wieder versucht, Altafini ins Spiel zu bringen. Hector für Davis. Salvatore. Sehr schön gemacht für Cucuredu. Und Torabschluss. Noch ungefähr 6 Minuten zu spielen und noch immer 0:0. Ich möchte fast sagen, der erwartete Stand zwischen Derby County und Juventus Turin im zweiten Spiel. Und immer sicherer, immer souveräner werden die Italiener. Immer unsicherer die Engländer. Altafini. Powell.
Powell für O'Hare. O'Hare. Powell. Noch einmal und jetzt Freistoß für Juventus. Es sind ungefähr 3000 italienische Schlachtenbummler unter den 45.000 Zuschauern hier am Baseball Ground von Derby. Und diese 3000 Italiener haben heute die Industriestadt Derby beherrscht. Webster. Causio. McGovern hat aufgelegt für Nisch. Nisch, der teure Verteidiger, den ich Ihnen am Anfang der Übertragung vorgestellt habe. Ja, und zurück zum eigenen Tormann, das sicherste bei einem 3:1 Vorsprung. Was Juventus so glänzend im ersten Match dieser beiden Mannschaften beherrscht hat, nämlich zu warten, den Gegner aus der Reserve zu locken, das bringt Derby heute hier in keiner Phase zustande. Die Mannschaft drängt, sie drängt ungestüm, aber sie ist dabei bis jetzt nicht gefährlich geworden. Forino. Hector, der Torschütze, der gefährlichste Torschütze von Derby. Er hat beide Tore gegen Spartak Trnava geschossen und er hat das Ehrentor in Turin erzielt. Er ist sehr gut aufgehoben bei Spinosi. Davis gegen Morini. Da kommt noch einmal Nisch. Hier hat man es ganz deutlich gesehen an Kevin Hector. Er hat einfach versucht, den Ball irgendwie hineinzuschießen in den Strafraum der Italiener, ohne auf einen Mitspieler zu achten oder ohne an die Konstruktion einer Torchance zu denken. Noch eine Minute bis zur Pause und noch immer 0:0 zwischen Derby und Juventus Turin. Causio für Anastasi und der bewegliche Anastasi ist ihm nicht anders klein zu kriegen, als wie es hier Webster vorexerziert hat. Bewundernswert in der ersten Hälfte die Souveränität der Italiener zu bekritteln, ein wenig die kopflose Angriffsweise von Derby. Ein Schuss von Causio. Mit diesem Schuss müsste es fast in die Pause gehen. 45 Minuten sind bereits gespielt. 0:0, Bolton, Abstoß.
noch einmal die Italiener. Ja, und das war eine wunderschöne Flanke von der Nummer 8 von Cucuredo. Herrlich, wie er diesen Ball noch hereingezogen hat. Unheimlich gefährlich. Die letzten Minuten sind sozusagen eine Zusammenfassung der ersten 45 Minuten. Causio, eine Zusammenfassung. Die Italiener bei ihren spärlichen Angriffen gefährlicher als Darby bei den vielen. Freistoß noch einmal für Darby. Hector, Sie haben diese Szene gesehen, er ist auch nervös wie alle anderen Engländer. Man hat in diesen ersten 45 Minuten gesehen, dass die Aufgabe, einen 1:3 Rückstand aufzuholen, noch schwerer ist, als man sich es vor Beginn dieses Spiels gedacht hatte. Schiedsrichter Lobo lässt zweifelsohne etwas nachspielen. Jetzt der Pausenpfiff 0:0 zwischen Derby und Juventus Turin und ich schalte zurück nach Wien. Zweite Spielhälfte im Europacup-Semifinalspiel zwischen Derby County und Juventus Turin. Pausenstand war 0:0 und die Engländer versuchen noch einmal 45 Minuten lang dem 1:3 Rückstand aus dem ersten Spiel nachzulaufen. Die Engländer haben jetzt umgestellt. Sie brachten Durban ins Spiel an der Stelle von Powell. Also Durban mit der Nummer 12 anstelle von Powell mit der Nummer 4. Powell, der jüngste Spieler, hat es nervlich nicht durchgestanden. Er ist erst 17,5 Jahre, wurde jetzt ausgetauscht gegen Durban. Und ein schweres Foul von Salvatore, ja, das trägt ihm natürlich eine Verwarnung ein. Salvatore, hier haben Sie die Wiederholung. Und das schwere Foul von Salvatore an John O'Hare. Freistoß also für Derby County. Ein gefährlicher Beginn der zweiten 45 Minuten durch die Briten. Schuss von Todd, ein herrlicher Schuss, vielleicht der schönste Schuss des Spieles bisher. Abgefeuert von Todd. Vielleicht sehen wir die Wiederholung, ja, da ist sie schon. Todd, großartig geschossen. Wir dürfen erwarten, dass Derby jetzt furios beginnt, dass die Mannschaft noch einmal versuchen wird, ein Tor, ein schnelles Tor zu erzwingen. McGovern, ein Foul von Furino. Schiedsrichter Lobo erleichtert es etwas den Engländern im Zweifelsfalle für die Heimmannschaft. Hinten. Sehr gut gemacht von Hector. Da kommt noch einmal Todd. Ja, und da lässt der Schiedsrichter weiterspielen. Und hinter seinem Rücken ein Fußtritt von Davis für Morini.
Und die Italiener kommen schon wieder. Altafini. Abgeblockt von Nisch. Und rechts McGovern. Foul an Hector von Spinosi, von seinem ständigen Bewacher. Freistoß durch McGovern. Nein, hinten. Kopfstoß von Daniel. Durban, der neue Mann. Hector gegen Spinosi. Ja, das Spiel wird viel, viel ruppiger. Vor allem zwischen Morini und Davis. Zwischen dem Vorstopper und der zentralen Angriffsspitze von Derby. Hier haben sie diese beiden. Jetzt läuft ihm etwas davon. Davis setzt Webstein. Und da hinten hat ausgeholfen Anastasi. Also diesen Mann bewundere ich und es stimmt, er ist sicher der beste Kauf, den Juventus je getätigt hat. Anastasi kam 1968 von Varese zu Juventus. Ja, jetzt wird nur noch gestoßen und hingehauen im Strafraum der Italiener. Hinten. Noch einmal hinten. Ja, die Szenen sind jetzt ruppig. Causio gegen Hector war das. Freistoß durch Nisch. Zoff, Faustabwehr. Ja, das sind jetzt turbulente Szenen. Szenen, die wir in der ersten Spielhälfte vermisst haben. Altafini. Altafini für Capello. Anastasi und Schiedsrichter zeigt Handspiel von Anastasi. Anastasi sagt, bitte, Sie müssen es ja gesehen haben. Weiter geht's, Derby greift an. Jetzt macht Derby seinem Spitznamen alle Ehre. Die Spieler des englischen Meisters werden von ihren Fans, the Rams, die Widder genannt. Und jetzt sind die Widder sozusagen bockig. Ein Schuss von Nisch über das Tor von Juventus. Der animalische Zweikampf, der sich hier abspielt, ist Widder gegen Zebras und bis jetzt ein 0:0 zwischen Derby County und Juventus. Zu Beginn der zweiten Hälfte sind jetzt ungefähr 8 Minuten gespielt. Leichte Vorteile für Derby County, muss man zugeben. Beinahe bei Hector vorbeigekommen, hat nicht viel gefehlt. Es fehlt jetzt nicht viel zu einem Führungstor von Derby. Verraucht diese Offensive oder bringt sie den lange ersehnten und von den Fans erwarteten Treffer ein? Wir werden sehen, Todd.
jetzt wieder eine hässliche Szene zwischen Salvatore und dem Mittelstürmer von Derby County, Davis. Durban. Zoff im Zweikampf wird unterlaufen von Davis. Und das hat ihm sofort die Zurechtweisung, die handgreifliche Zurechtweisung durch die italienischen Abwehrspieler eingetragen. Also den Tormann darf man so nicht unterlaufen. Für Derby County ist es der erste Start im Europacup und dafür sind die Briten schon sehr, sehr weit gekommen ins Semifinale. Erinnern Sie sich noch an den ersten Start von Juventus, dieses 14-fachen italienischen Meisters? Es war 1958 Qualifikation gegen den Wiener Sportclub. Das Beste, was Schiedsrichter Lobo jetzt machen konnte, weiterspielen lassen. Damals 1958 wirkte übrigens ein Brite bei Juventus mit. Und zwar war es Charles, John Charles, der berühmte Bruder des noch berühmteren Bobby Charles. Nein, das war John Charles damals. John Charles, der von Leeds United zu Juventus kam. Ein Foul an Durban von Marchetti. Freistoß durch hinten. Sie finden sich immer wieder zurecht, Italiener. Man muss ihnen dieses Lob zollen. Sie brechen nie zusammen, sie sind nie irritiert, sie spielen ihr Spiel weiter. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis ihrer Erfolge. Capello hat den Ball verloren und Gegenstoß der Engländer hinten. Hector. Ja, und da gibt Schiedsrichter Elfmeter. Jawohl, Penalty nach diesem Foul. Schauen Sie sich das noch einmal an. Spinosi gegen Hector. Elfmeter. Eigentlich unfassbar. Wir müssen das objektiverweise hier sagen. Ein Elfmeter, den sich die Engländer nicht verdient haben. Nein, diese Attacke von Spinosi an Hector war kein Penalty. Ja, und verschossen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Elfmeter verschossen durch hinten. Hier die Wiederholung.
hinten vergibt einen Elfmeter. Er ist gebrochen, aber er vergibt einen Elfmeter, der eigentlich ein Geschenk von Schiedsrichter Lobo an Derby County gewesen war. Es war in der 57. Minute, hinten vergab einen Penalty für Derby. Foul an O'Hare, Freistoß durch den Unglücksschützen hinten. So wie er beim Elfmeter kein Glück gehabt hat, so hatte er es auch zuvor bei Dutzenden Eckbällen, Dutzenden Freistößen und einigen Flanken nicht. Hinten ist nicht die spielgestaltende Erscheinung, als die man sich ihn heute vorgestellt hatte. Davis, noch immer Davis. Schwacher Schuss von Davis. Und einmal eine Unsicherheit in der Abwehr der Italiener, aber das dürfen sie sich leisten. Wer pausenlos derart unter Druck steht, der kann einmal auch einen Kickser machen. Altafini etwas angeschlagen jetzt, Causio zu Altafini, aber da läuft er schon wieder. Der 35-Jährige, der keinen Schritt zu viel tut, der sich seine Kraft so blendend einteilt, zumindest meist für 70 Minuten. Sein ständiger Ersatzmann in letzter Zeit, Bettecker, und es würde mich wundern, würden wir diesen Bettecker heute nicht zu sehen bekommen. McGovern war das Freistoß für Derby. Die kraftvollen Angriffe der ersten 10 Minuten der zweiten Spielhälfte sind etwas verpufft. Derby gibt es etwas langsamer, etwas billiger hinten. Und Morini gewinnt fast jeden Zweikampf gegen Davis. Anastasi. Vorteil, richtig. Davis. Und weggeschlagen der Ball von Cucuredu. Nisch für McGovern. Da kommt von hinten nochmal Webster. Handspiel von Davis wurde nicht gegeben. Salvatore.
eingeschnürt sind, die Italiener. Und doch sieht es nicht so gefährlich aus. Oder vielleicht gerade deshalb nicht. Eine clevere, eine klasse Mannschaft müsste das schon überzogen haben. Sie müsste schon drauf gekommen sein, dass man den Italienern etwas Spielraum geben muss. Und hier wieder eine dieser hässlichen Szenen zwischen dem Mittelstürmer Davis, der die rote Karte gezeigt bekam. Die rote Karte für Davis in der 63. Minute. Hat er es überhaupt mitbekommen? Noch immer zeigt Schiedsrichter Lobo die rote Karte. Rote Karte. Es müsste sein für Davis. Jawohl. Davis muss vom Platz, die Engländer nur noch mit 10 Spielern. Rote Karte für Davis. Der Ausschluss des englischen Mittelstürmers beendet eine Serie hässlicher Auseinandersetzungen mit Morini. Er hat den Morini ins Netz buxiert. Und das bedeutet der Ausschluss. Causio. Anastasi hat geschossen. Also ab der 63. Minute Derby County beim Stande von 0:0 gegen Juventus Turin nur noch mit 10 Mann. Hector hat einen Eckball erzielt. Hinten wird ihn treten. Nisch. Ja, und eine ganz große Möglichkeit ist das für Daniel gewesen. Über das Tor. Hier die Wiederholung. Hector wurde festgeklammert und Daniel hat über das Tor von Zoff gebombt. Die Italiener tauschen jetzt aus. Anstelle von Cucuredu kommt die Nummer 13 Longobucco. Deutet eher auf verstärkte Defensive der Italiener hin, denn Longobucco ist Außendecker. McGovern für Hector. Kevin Hector. Noch einmal McGovern und schon wieder bereinigt von den Italienern, die jetzt einen Mann mehr im Spiel haben und das wird sich auswirken. Anastasi, Anastasi. Todd. Noch ein Engländer wärmt sich auf, also Derby County wird noch einen Wechsel versuchen. O'Hare
gescheitert. Ruhig, langsam, bedächtig die Italiener. Causio für Furino. Furino für Altafini. Und da geht Nisch. Kommt nicht vorbei an Salvadore. Immerhin Eckball. Schuss von Dörber. Sims. Sims ist der Mann, der neu ins Spiel kommt und vom Platz geht Daniel. Sims also für Daniel. In der 68. Minute ist dieser Tausch erfolgt, Sims anstelle von Daniel. Und erstmals Longobucco. Der Baseball-Ground von Derby wird jetzt überschallt von Juve, Juve, Juve rufen, der italienischen Schlachtenbummler. Sie ahnen, ja, sie wissen bereits, Juventus Turin kommt über die Hürde Derby County hinweg und ist wahrscheinlich der erste Finalist für das Europacup-Finale der Meister in Belgrad. Brian Clough, der Manager, hat zwar gesagt, man kann die drei Tore in den ersten 10 Minuten schießen, man kann sie aber auch in den letzten 10 Minuten schießen. Nun, das Spiel der Engländer, jetzt überhaupt nur noch mit 10 Mann, deutet keinesfalls darauf hin, dass dies noch möglich ist, also 3 Tore in den letzten 10 Minuten. Die Cleverness von Juventus Turin scheint sich einmal mehr durchzusetzen. O'Hare. O'Hare, einer der schottischen Internationalen in der Mannschaft von Derby County. Verschossen von O'Hare. Ja, da kommt die Wiederholung. Schön geschossen, aber knapp neben das Tor von Zoff. Altafini. Er trägt den Hauptanteil an dem Aufstieg, der ja schon sicher scheint. Er hat ja 2 Tore im ersten Match erzielt. Anastasi.
ja, jetzt lässt auch die Konzentration nebst der Kraft nach. Derby County sieht ein, dass Juventus Turin ein zu starker Gegner in diesem Semifinale gewesen ist. Salvatore für Altafini. Noch einmal Nisch. McGovern. Hector. Vielleicht haben Derby County in diesem Spiel auch die zwei gesperrten Spieler gefehlt. McFarland und Gemmel. Bestimmt fehlt dieser Mannschaft jetzt der ausgeschlossene Davis. Noch ungefähr eine Viertelstunde zu spielen und Juventus Turin hält hier auf dem Baseballground von Derby ein 0:0. Zoff. Weil ich schon so oft von Baseball Ground gesprochen habe. Hier ist wirklich einmal Baseball gespielt worden, allerdings nur von einer Firmenmannschaft. Ein britischer Fabrikant hat Baseball in den Vereinigten Staaten um die Jahrhundertwende kennengelernt, ist zurückgekommen, war begeistert, ließ seine Firmenangestellten Baseball spielen, hier auf diesem Rasen, hier auf diesem Grund. Und um 1912 hat er den Grund dann an Derby County verkauft, allerdings mit der Auflage, meine Angestellten, meine Arbeiter dürfen weiter hier Baseball spielen. Die Lust ist ihnen vergangen, vielleicht spielen sie heute Fußball. Italiener verzögern etwas, aber Derby County besitzt auch ohne diese Mätzchen des Gegners kaum noch eine Möglichkeit, dem Spiel eine Wende zu geben. Hector. Salvatore. Fehler von Salvatore. Und ausgebessert von Longobucco. Causio hat mir heute nicht so gut gefallen wie beispielsweise in Budapest. Wurde an Wirkung klar übertroffen von Anastasi. Furino. Anastasi. Capello. Etwas steif, nicht sehr schnell, aber als Ballverteiler stark. Capello. Und der Schuss war von Anastasi. Ja, bei solchen Schüssen kann man sich vorstellen, dass die Italiener, hier die Wiederholung, dass die Italiener aus wenigen Chancen Tore machen können. Causio wird den Eckball treten. Derby County innerhalb von 5 Jahren vom 18. der 2. englischen Division aufgestiegen in das Semifinale des Europacups. Das mag dem englischen Meister ein Trost sein, sollte er heute hier aussteigen. Ein sensationeller Aufstieg, ein bewundernswerter Aufstieg, geschafft unter Brian Clough, dem Manager, der heuer zur
Sportlerpersönlichkeit Englands gewählt worden ist und der in Blackpool in einer Dependance von Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett einen Platz bekommen hat, und zwar einen Platz neben dem Tänzer Nureyev. Also das zeigt schon, Fußball ist in Großbritannien ein gesellschaftsfähiger Sport. Ja, Doppelpass zwischen Altafini und Anastasi und zu weit vorgelegt von Anastasi. Nisch. Hinten. Und Causio. Causio für Altafini. Drei Angreifer der Italiener in der Hälfte von Derby. Und zwar drei Italiener gegen fünf Derby-Spieler. O'Hare kommt nicht an den Ball. Capello. Forino für Altafini. Capello. Causio. Sie schleichen sich nach vorne, die Italiener. Auch eine ihrer typischen Arten anzugreifen, und plötzlich die Chance, aber abgepfiffen wegen Abseits. Hätte auch nicht getroffen, Anastasi. Ganz langsam, bedächtig kommen sie mitunter nach vorne, und plötzlich ergibt sich irgendwo eine Chance. 10 Minuten noch zu spielen zwischen Derby County und Juventus. Noch immer 0-0. Und noch immer 3-1 für Juventus aus dem ersten Spiel. Schuss von McGovern. Vince Paletta, Trainer von Juventus Turin, hat vor diesem Spiel gesagt: So etwas wie 1970-71 passiert uns nicht wieder. Damals verlor Juventus gegen Leeds ein Messestädte-Cup-Finale, und zwar durch ein 2-2 in Turin. 1-1 war das Ergebnis von Leeds, und Leeds stieg aufgrund der Auswärtstore auf. Englische Zuschauer wandern bereits ab, die Italiener feiern. Sims am Ball hat ihn verloren. Fassen wir etwas zusammen, sieht man von den verwirrenden 10 Minuten nach Seitenwechsel ab, dann hat Juventus Turin dieses Spiel jederzeit im Griff gehabt. Capello. Abgewehrt von Todd, der McFarland sehr, sehr gut vertreten hat. Merken Sie sich vielleicht den Spieler Todd, Colin Todd. Man erwartet, dass er demnächst in der englischen Nationalmannschaft anstelle von Bobby Moore spielen wird. Und Altafini. Webster hat ihm den Ball jetzt, glaube ich, regulär abgenommen, aber immerhin Freistoß für Juventus. Vielleicht noch kurz zu Colin Todd. Er kam für 9 Millionen Schilling von Sunderland zu Derby.
Er war Kapitän der Unter-23-Mannschaft von England. Kam im vorigen Sommer nicht zur traditionellen Europareise des Unter-23-Teams und wurde daraufhin für das englische Team gesperrt, und zwar auf 2 Jahre. Deshalb verzögert sich vielleicht sein Debüt in der englischen Nationalmannschaft. Momentan also noch Bobby Moore, aber man erwartet die Ablöse durch Colin Todd. Anastasi. Die englische Art, Fußball zu spielen, hat sich heute einmal mehr nicht durchgesetzt gegen den cleveren Fußball von Juventus Turin. Athletikeinsatz gepaart mit technischem Können sind einfach zu wenig. Man muss das Spielverständnis haben, die Spielauffassung, um diese Attribute verwerten zu können. Die Italiener haben sie. Causio. Causio für Altafini. Anastasi für Causio. Die Chancen der Italiener sind jetzt deutlich, aber es fehlt der Nachdruck. Sie wissen, wir brauchen keine Tore mehr. Uns genügt das 3:1 aus dem ersten Match. Sims. Guter Pass gewesen für die Nummer 8, für John O'Hare. Es geht noch ungefähr 5 Minuten zwischen Derby County und Juventus Turin. Flanke von hinten, abgewehrt von Salvatore, und was sie nicht sehen konnten, Salvatore ist etwas sitzen geblieben, hat sich ausgeruht, das war bereits Zeichen von Zufriedenheit, wir haben es geschafft. Es ist vorbei, noch einmal Causio. Altafini dürfte den Ball, ja, hat ihn noch. Altafini. Morini. Zurück zu Salvatore. Provokantes Rückzugsgefecht ist nicht mehr notwendig. Juventus Turin kommt erstmals in das Endspiel eines der großen Europacup-Bewerbe. Juventus Turin wandelt auf den Spuren der großen Vorbilder AC Milan und Inter Mailand. Capello für Altafini. Altafini zurück zu Morini. Und da kommt Longobucco und abgewehrt von Bolton, fehlerlos auch heute wieder der englische Tormann. Noch 3 Minuten und Eckball für Juventus. Longobucco. Es ist eigentlich nur noch ein Warten auf den Schlusspfiff. Die Würfel sind in diesem Semifinale gefallen, die Entscheidung ist gefallen.
Juventus Turin steigt auf. Juventus Turin zieht in das Endspiel des Meistercups ein. Ja, und sehr raffiniert geschossen von Anastasi. Noch einmal John O'Hare, Spinosi, Capello. Sims. Es gehört einfach mehr Witz dazu, um Torchancen zu erzeugen. Es genügt nicht, vorzustürmen, zu flanken und zu versuchen, einen Kopfball anzubringen. Es gehört mehr System hinein. Jedenfalls sind die Italiener in puncto System, in puncto Spielauffassung Derby County überlegen und sie ziehen auch deshalb verdient in das Endspiel ein. Wer dort ihr Gegner sein wird, das entscheidet sich ja bekanntlich zwischen Ajax Amsterdam und Real Madrid. Todd. Sims. Ja, und auf der Linie abgewehrt von Zoff bei diesem Schuss von Hector. Beinahe in den Schlussminuten noch ein Treffer. Die Wiederholung wurde mir angekündigt. Ich sehe sie nicht. Sie sehen sie vielleicht. Jedenfalls der Schuss war von Hector. Und Zoff hat sich auf den Ball draufgesetzt. Und damit Schlusspfiff im Europacup-Semifinale zwischen Derby County und Juventus Turin 0:0. Die Italiener steigen auf. Und was Sie nicht sehen, das Schiedsrichterteam umhalst sich jetzt. Die Portugiesen sind froh, dass sie dieses schwere Spiel über die Bühne gebracht haben. Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich vom Baseball Ground in Derby. Derby gegen Juventus 0:0, Juventus Turin im Finale des Europacups der Meister.